Ich habe eine neue Rüstung bekommen. Boah, ob der Herr Tyrox die herstellen kann? Das ist aber nicht, das ist aber nicht das, was ich denke. Das ist Blut. Wie das in die Schmelze kommt, weiß ich leider nicht. Ist die oben offen? Die ist oben offen, ja. Ich wollte die zubauen, aber anscheinend ist da schon jemand oder etwas reingeflogen oder reingefallen. Okay, das sieht aber nicht gerade wenig aus. Nein. Aber... Das regt mich gerade total auf. Herr Tyrox, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich zu diesem merkwürdig aussehenden Typen gegangen bin, der altes Fleisch und Knochen wollte. Oh Gott, ja. Nicht essen, ich glaube, das ist nicht so gut. Schauen Sie mal, was ich bekommen habe. Oh. Na. Die sitzt sehr bequem. Na, dann haben sie doch was Richtiges gefunden. Ja, und das ist nämlich genau. Die ist aus Eisen. Ja. Und die können sie auch herstellen? Ja. Natürlich. Oh. Kann man die auch vielleicht farbig machen? Ich glaube. Silber ist jetzt nicht so gerade meine Farbe, aber das hat auch wieder was Abschreckendes an sich. Vielleicht, wenn die Werwölfe kommen, vielleicht denken die, es wäre Silber. Wer ist denn das da hinten beim alten Seth? Das nicht der Herr Nick? Wo? Ich sehe ihn gerade nicht. Der hat sich dort so im Gras versteckt. Weiß ich gerade nicht. Da kommt er. Ja. Doch, das ist Nick. Okay. Nicht, dass der dem alten Seth was angetan hat, weil der Baum sieht mir dort unten auch ein bisschen kaputt aus. Aber das ist ja schon länger so. Mit dem Baum. Nee, das war gestern noch nicht. Also, wo ich da... Gestern habe ich ja leider den ganzen Tag geschlafen. Ja, aber gestern war der Baum noch ganz. Der war auch irgendwann mal kaputt. Sicher, dass das der war und kein anderer? Doch, das war der. Weil... Aber dort ist doch jetzt auch ein großes Loch bei dem Baum. Das war definitiv noch nicht da. Nee, also... Da war so eine grüne Knallerbse? Ja. Warum haben sie es nicht wieder zugemacht? Ich hab's vergessen. Och. Aber warum... Der Herr Nick, der springt die ganze Zeit hier in der Stadt umher. Macht er überhaupt irgendwas? Letztes Mal ist er mit so einem Flugschiff an mir vorbeigeflogen und... Weiß ich nicht, hat anscheinend irgendwas erkundet oder sowas. Okay. Und oben auf dem Berg.
Erg, da steht irgendwas. Ja, das habe ich schon gesehen. Das sieht auch aus wie so ein Schiff mit Müll oben drauf. Weiß ich nicht. Naja. So, jetzt kann ich endlich hier Silber schmelzen. Oh ja, die Rüstung hält gut was aus. Das gefällt mir. Da sind noch mehr. Bin hinter ihnen, wenn sie mich suchen. Oh, ja, apropos hinter ihnen. Ich geh ins Licht. Also, ich muss sagen, die Rüstung, die hat's in sich. Die ist echt gut. Die können sie wirklich, wenn sie die herstellen können, dann können sie die gut und teuer verkaufen. Ja. Ja. Ich ganz ehrlich, ich glaube, ich werde erstmal was für mich. Ne? Ja, ist klar, warum nicht? Naja, ich meine, die Sicherheit hat jetzt erstmal was. Herr Seibert, Tobias, hat ja anscheinend diese mysteriöse Gestalt, indem er eh irgendwie sehr stark ist, nehme ich an. Und naja, die anderen schlafen jetzt gerade. Ja, ist aber auch gut, dann bekommen die das Ganze nicht mit dem Herrn Tobias. Naja, irgendwann werden sie es ja wohl mitbekommen, denke ich, oder? Hoffentlich, ansonsten müssen wir es ihnen sagen. Ja. MMM, haben Sie eine Werkbank? Ja, habe ich bei mir oben, damit ich Holz Ja. verarbeiten kann. Gut. Das Geräusch fetzt. Bratpfanne. Ja, keine Bratpfanne. Ja. Euch geht's aber gut da hinten. Was ist denn mit denen? Ja. Einmal bis ganz nach oben. Naja, sie brauchen anscheinend auch Treppen noch. Ja, oder irgendwas ähnliches. Wenn Sie Holz brauchen, das ist alles dort in der Nee, Kiste. ich brauche kein Holz.
Das wäre dann eine, also ein Silberschwert und wie viel Äxte oder Schaufeln oder was weiß ich. Äxte, machen Sie die aus Eisen oder aus Stein? Ja, aus Eisen. Ich kann sie auch aus Stein machen, wenn da, Sie wollen. Aus Eisen reichen erst einmal 2 Stück. Ja, und Schaufeln und was weiß ich. Nee, Schaufeln brauche ich nicht, Spitzhacken brauche ich auch nicht. Könnten Sie auch vielleicht noch so ein Eisenschwert herstellen, weil ich habe momentan nur Steinäxte zur Verteidigung. Achso, ja. Oh, danke schön. Was bekommen Sie denn? Uff, das ist jetzt die Frage. Mensch, ich meine, ich kann doch auch eigentlich keinem Geld abknüpfen, der die Stadt beschützt. Ich meine, Sie haben mich ja... Weiß ich nicht. acht Silbermünzen? Nicht Silber, doch Eisen. Och, sehen Sie, ich bin schon ganz im Silber. Bitte schön. Alles klar, gut. Dankeschön. Ja, bitte. Und wegen dem Glas kümmern Sie sich, ja? Ja. Ja, kein Problem. Ich müsste dann erst den Tuck fragen, ob er überhaupt 2 Haufen Glas hätte. Oder ob er die mir besorgt. Das ist das Problem. Von ihm habe ich erstmal diesen einen Haufen Glas. Und ja, das Problem besteht darin, dass ich das Glas nicht selber besorgen kann. Oder darf. Aber stellen Sie das Glas nicht aus Sand her? Ja. Aber das ist ja Sand. Ja, fehlt mir. Weil Sie die ganze Zeit Glas sagen. Ah, Mensch, das ist... Ah. Ja, wir waren die ganze Nacht wach, die Sonne geht schon wieder auf. Es ist echt verrückt. Echt, erst geht es um Werwölfe, dann geht's. Und irgendwann hängt an meiner Wand dort auch ein Werwolfkopf. Ja, das ist meine Trophäenwand. Sobald sie nicht wirklich meinen Kopf dranhängen, ist es alles okay. Sind Sie ein Werwolf? Nein. Warum? Dann wird Ihr Kopf dort auch nie dranhängen. Ja, muss man echt halt Spaß machen. Spaß kann man gebrauchen, aber wenn es um Werwölfe geht, dann nicht mehr. Naja, bisher habe ich ja nur Nico. Ach Mensch, Jo. Ach, was weiß ich, der hat sich nie richtig vorgestellt bei mir. Ja, er steht auch gerade da hinten wieder nur rum. Nicht, dass er vielleicht noch mit dem Flugschiff Verwandte von sich hierher holt. Nee. Dann, nee. So groß, wie der das baut? Dann, nee. Nee. Dann stelle ich die ganze Rüstung aus Silber her. Und ich habe ganz viel Platz für Trophäen. Ja. So, da wir jetzt aber die ganze Nacht wach waren, werde ich mich jetzt erstmal hinlegen. Ich mich auch. Erstmal. Und ich muss ihr altes Schwert noch reparieren. Ja. Das stimmt. Achso, dieses rote Zeug. Ich weiß nicht, schauen Sie mal in die Kiste. Brauchen Sie davon irgendwas? Mmh.
Ja, den hier, dieses rote Pulver könnte ich brauchen. Dann nehmen Sie sich das. Wenn Sie da auch noch nichts dagegen haben, dann würde ich auch noch dieses Leder mitnehmen. Oder brauchen Sie das selber? Weil das könnte ich nämlich ebenfalls Rüstung herstellen, wenn ich denn Wachs hätte zum Verhärten. Eventuell das, was unten rechts in der Kiste ist? Nee, das muss spezielles Wachs sein. Das ist... Naja, das geht bei hohen Temperaturen kaputt. Oder es schmilzt. Okay, nehmen Sie sich raus, was Sie brauchen. Und ja. Ja. Gut. Aber hier habe ich auch noch mal Wachs. Ich weiß nicht, ist das vielleicht das? Nee, das... Das auch nicht. Das fühlt sich nicht... Nee. Okay. Ja. Naja, weiß ich nicht. Wer kennt sich denn... Okay. Aus was kann man denn bitte schön Wachs gewinnen? Aus... Aus irgendeiner Frucht? Ich weiß es nicht. Egal. Wenn es um Früchte geht, dann müssten Sie mit Fräulein Sissy reden. Die hat ja wirklich ganz schön was schon an Bäume gesetzt. Und ich glaube, die fängt jetzt auch mit der Feldarbeit an. Und die verkauft sogar schon richtig leckeres Essen. Ach. Okay. Ja, einfach mal bei Fräulein Sissy vorbeischauen. Ja, das werde ich schon gleich machen. Okay. Und ich werde mich jetzt erstmal hinlegen. Ja, alles klar. Gut. Dann, dann sehen wir uns die Tage wieder. Genau. Okay. Tschüss.